die Insel Öckerö vor der schwedischen Westküste. Hier stellt Berg Propulsion Schiffspropeller her. Schiffsantriebe von Berg sind seit 80 Jahren ein Begriff für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Sie kommen in unterschiedlichsten Schiffstypen zum Einsatz. Auf allen Weltmeeren, Tag ein, Tag aus. Zuverlässigkeit und Sicherheit sind bei Schiffsantrieben von größter Bedeutung. Aus gutem Grund. Große Schiffspropeller können bis zu 25 Jahre im Einsatz sein. Sie kosten bis zu 1 Million Euro. Für ihre fehlerfreie Funktion spielen selbst kleinteilige, oft unsichtbare Komponenten eine große Rolle. Zum Beispiel Loctite-Produkte. På vilket sätt kan Loctite vara till hjälp i dessa situationer? Loctite ökar driftsäkerheten på våra produkter. Utnyttjar ni Loctites tekniska tjänster och service idag? Ja, Loctites konstruktionshjälp använder vi dagligen i form av beräkningar och applikationslösningar. Sen har vi dessutom en kontinuerlig produktutbildning av våra tekniker och montörer. Min uppgift är i samarbete med Berg att vara en kontaktperson och länk i arbetet i nya konstruktionslösningar. Vi hjälper till med problemlösningar och tekniska beräkningar i deras konstruktioner av propellrar. Vår tekniska avdelning får frekvent frågor från Berg angående hållfasthetsberäkningar i nya applikationer. Försäljningen sker genom en distributör i Göteborg som Berg valt att samarbeta med. Der Bau eines Schiffspropellers lässt sich auf 6 Hauptschritte vereinfachen. Die Schiffspropeller von Berg werden durch Hydraulikleitungen gesteuert. Mit Loctite 7063 wird sichergestellt, dass alle Teile sauber und fettfrei sind. Die Gewinde werden gesichert und abgedichtet mit nur einem Produkt, Loctite 638. Mit Loctite 638 gesicherte Verbindungen halten hohem Druck und stärksten Vibrationen stand. Das ist von größter Bedeutung. Ist der Propeller erst im Schiff montiert, sind Reparaturen kaum möglich. Die einzelnen Rohre werden zusammenmontiert zu einem Hydrauliksystem. Die Abstandshalter werden mit Loctite 243 gesichert. Dieses Produkt kann für viele Gewindegrößen eingesetzt werden und erzielt Kosteneinsparungen. Bei der Herstellung des Propellerkopfs kommt es auf jeden Millimeter an. Das spezial gehärtete Metall wird auf CNC-Maschinen mit höchster Präzision bearbeitet. Die so gefertigten Bauteile können mit maximaler Genauigkeit zusammengebaut werden. Der Propeller wird mit Hilfe von 2 großen Steuerköpfen gelenkt. Ihr Metall darf keinesfalls aufeinander reiben. Dies verhindert der sogenannte Spacer. Er wird mit 4 Schrauben befestigt. Loctite 243 sichert diese Schrauben selbst bei stärksten Vibrationen. Das Endstück des Schafts muss millimetergenau befestigt werden. Dies ist entscheidend für die spätere Funktionstüchtigkeit. Anschließend wird das Steuerelement in den Propellerkopf eingelassen.
Loctite 638 befestigt das Endrohr der Hydraulikanlage. Ein hochsensibler Produktionsschritt, bei dem der Mechaniker die Längenvorgaben der Konstruktion exakt einhalten muss. So wird die langfristige Zuverlässigkeit garantiert, spätere Leckagen werden verhindert. Schließlich wird der fertig montierte Propellerkopf mit dem Schaft und dem Hydrauliksystem zusammengebaut. Ein einzelner Bolzen steuert die Propellerblätter. Loctite 243 trägt maßgeblich zur Betriebssicherheit und erhöhten Lebensdauer der Unterwasserbauteile bei. Alle Schaufeln sind montiert. Der Propeller ist einsatzbereit. Der Propeller muss einem Luftdruck von 1 Bar und einem Öldruck von 70 Bar standhalten. Das entspricht der 2,5-fachen Belastung auf See. Dieser strenge Test erfolgt bereits eine Stunde nach der Montage. Aufgabe erledigt.